Dankeschön, Brigitte. Ein Ehepaar soll seinen Vermieter getötet und im Garten vergraben haben. Was das Paar zu dieser brutalen Tat trieb, unser erstes Thema hier. Hallo Deutschland, schön, dass Sie dabei sind. Als der Vermieter Günther K. aus Essen die neuen Mieter einziehen lässt, da ahnt er nicht, dass das Ehepaar Geldsorgen hat und kaum die rund 1000 Euro Miete zahlen kann. Und dass er sich mit dem Mietvertrag seine Mörder ins Haus geholt hat. Seit heute steht das Ehepaar vor Gericht in diesem außergewöhnlich brutalen Fall. Bei einem Unfall in Niedersachsen ist eine Autofahrerin verletzt worden. Beim Anblick ihres Wagens wird klar, dass es auch viel schlimmer hätte ausgehen können. Denn bei dem Unfall fing ihr Wagen sofort Feuer. Aber es gab zwei sehr mutige Männer ganz in der Nähe. Und noch ein Held. Für mich gab es keine Alternative, sagt Manfred Kick, der jetzt einem anderen Autofahrer während der Fahrt auf der A9 bei München das Leben gerettet hat. Klasse. Ausnahmezustand in Oberhausen. Eine hunderte Meter lange Wolke zog heute stundenlang über die Stadt. Und die brachte nicht etwa schlechtes Wetter, sondern gefährliche Dämpfe. Und soeben hat die Polizei neue Zahlen geliefert. 8 Menschen sind bei dem Chemieunfall verletzt worden. Unglaublich, welcher Diebstahl jetzt aus Sachsen-Anhalt gemeldet wurde. Dass kleine Handys oder Portemonnaies geklaut werden. Passiert ja täglich, scheint nicht schwer zu sein. Ein Auto, okay. Aber eine Betonpumpe, sowas hier, ist passiert. Und die Bestohlenen, die können es nicht fassen. Hochsaison in den Skigebieten zurzeit. Tausende Deutsche zieht es gerade nach Ischgl. Eine von ihnen, Bettina Siepe. Sie kommt allerdings nicht zum Skifahren oder zum Feiern. Normalerweise arbeitet sie in Nordrhein-Westfalen, aber jetzt wird sie im Schnee gebraucht. Ja, Hut ab. Und jetzt zu einem Ereignis, das heute genau 55 Jahre her ist. In der Nacht brechen in Hamburg plötzlich die Dämme. Hunderte Menschen kommen ums Leben bei dieser schlimmsten Sturmflut der Stadtgeschichte. Und jetzt was fürs Auge und für die Bauchmuskeln. In einer Tanzschule in Philadelphia haben Kinder ihre Väter jetzt zum Tanz eingeladen. Und nach dem Schmunzeln haben wir noch was nicht so Erfreuliches, und zwar vom Traumschiff. Heide Keller geht ja von Bord. Nach fast 4 Jahrzehnten wird sie als Chefstewardess Beatrice aufhören. Unsere Reporterin Yvette Kampfmann hat die beliebte Schauspielerin im exklusiven TV-Interview gefragt, warum? Was hat sich zu diesem Schritt bewegt, den bestimmt viele Traumschiff-Fans bedauern? Also, das nächste Mal sehen wir Beatrice am Ostersonntag in genau 2 Monaten. Solange müssen Sie auf andere Prominente nicht mehr warten. Die gibt's nämlich jetzt sofort bei Leute heute. Und los geht's mit der vielleicht schönsten Prinzessin Europas nach nur einem Werbespot. Tschüss, bis morgen.